Wir präsentieren Ihnen heute den CO-Melder der Marke Nemax beim Auspacken, bei der Inbetriebnahme und bei der Montierung. Wenn man die Verpackung öffnet, findet man neben dem CO-Melder mit drei verpackten AA-Batterien im Batteriefach selbst noch separat eingepackt jeweils zwei Schrauben und Dübel zur Decken- oder Wandmontage. Zusätzlich liegen noch eine Anleitung auf 6 Sprachen bei mit vielen wichtigen Hinweisen, die man beachten sollte. Der Nemax CO-Melder entspricht dem EN50291 Standard und zeichnet sich durch seine hohe Qualität und Sensibilität dank elektromechanischen Sensor aus. Für die Inbetriebnahme muss man lediglich die beiliegenden drei Batterien auf der Rückseite in das Batteriefach einsetzen. Das Batteriefach verfügt über Riegel, die sich anheben. Der Melder wird einmal aufpiepen und alle drei LEDs werden blinken. Das zeigt nur, dass es hochfährt. Wenn der LCD-Bildschirm an der Vorderseite Informationen anzeigt, wurde der Melder erfolgreich hochgefahren und nimmt den Betrieb auf. Der LCD-Bildschirm und die LEDs an der Vorderseite geben entscheidende Informationen über den Betriebszustand des Melders und zeigt wichtige Messdaten der Umgebung an. Der Batteriestatus wird permanent auf dem LCD-Bildschirm angegeben. Sobald die Batterieleistung unzureichend ist, piept der Melder. Zusätzlich zeigt der Bildschirm alle 30 Sekunden den Temperaturwert an und zeichnet die maximale und Messung der letzten 24 Stunden auf. Die grüne LED-Betriebsanzeige blinkt alle 45 Sekunden auf, um die Funktionsbereitschaft anzuzeigen. Wir empfehlen einmal wöchentlich eine manuelle Prüfung durchzuführen. Dafür halten Sie einfach die Testtaste eine Sekunde lang gedrückt. Auf der Stelle werden alle LEDs aufblinken und ein Alarm ertönt. Es führt alle 2 Minuten einen Selbsttest des Sensors durch. Falls der einmal ausfallen sollte, wird die gelbe Fehler-LED blinken und alle 2 Minuten piepen. Die rote LED-Alarmanzeige blinkt nur auf, wenn die Kohlenmonoxidmessung einen Alarmpegel erreicht und den Melder aktiviert. Bei unterschiedlichen kritischen CO-Pegeln aktiviert sich der Melder in verschiedenen Zeitspannen. Unter normalen Zuständen sollte der CO-Wert unter 25 ppm liegen. Wurde ein geeigneter Standort gefunden, kann die rückseitige Abdeckung mit den beiliegenden Schlägen an die Wand geschraubt werden. Bei der Montage können Sie die Halterung als Schablone verwenden, um 2 Löcher zu markieren. Bohren Sie diese Löcher, stecken Sie die Dübel rein und schrauben Sie die Halterung fest. Hierbei sollten Sie darauf achten, dass die Halterung wie abgebildet nach oben zeigt. Jetzt kann der Melder einfach gegen die Halterung gedrückt und nach unten reingeschoben werden.